viel los schon am ersten Tag der beliebten Messe Bauen und Wohnen. Das Land Salzburg ist mit zahlreichen Experten und Beratungsangeboten stark vertreten. Ja, es freut mich, dass hier viel los ist, weil auch die Beratung angenommen wird und weil wir damit auch wirklich die Leute unterstützen können. Es werden tausende Wohnungen jedes Jahr gebaut. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch das leistbare Wohnen immer im Auge behalten. Das ist die Herausforderung. Und da haben wir jetzt im letzten Jahr starke Schwerpunkte gesetzt, gerade für die Jungen, viele Studentenheime, für ältere Seniorenwohnen. All diese Themen treiben wir voran. Wir müssen schauen, dass wir die Bedürfnisse der Jugend und der jungen Familien so abdecken, dass beide zufrieden sind, im Sinne der Leistbarkeit, der Wohnqualität und auch des Bodenverbrauchs. Und es geht fast einher bei diesen Bodenpreisen und bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren hier etwas zustande bringen. Die unabhängige Energieberatung des Landes ist besonders gefragt. Na, es kommen ja Tausende Menschen da auf die Messe und haben da auch die Chance, einmal die Energieberatung kennenzulernen und dann vielleicht in einen intensiveren Beratungsprozess einzusteigen. Hier können sie einmal schnuppern und dann kommen die Energieberater nach Hause und es ist ja auch gratis, das soll man auch betonen. Vor 2 Jahren habe ich begonnen, mich einzustellen auf eine Photovoltaikanlage, habe die Energieberatung angefordert von der Salzburg Land. Bin gut beraten worden von Herrn Siller damals. Ja. Ich war dafür, auch alle am Biertisch und so weiter, kündige das an, steigt es ein und das ist ein guter Weg. Wir hatten 35.000 Besucher bei dieser Messe. Also noch besser kann es gar nicht gehen, wie jetzt in diesen Tagen bis Sonntag, sich die Informationen zu holen. Und was da noch fehlt, gibt es bei uns eine Abteilung oder unser Büro. Sie können sich jederzeit melden.